Willkommen zu einem neuen Video aus Australien. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind jetzt an unserem ersten Spot angekommen. Wie man sieht, sieht ziemlich cool aus. Und im Hintergrund haben wir auch eine Menge Kängurus. Übrigens, das ist hier der Deep Creek Conservation Park und unten soll es einen richtig coolen Beach geben. Eventuell fahren wir mit Auto noch runter, aber zu Fuß ist es ziemlich weit. Ich glaube 3 Kilometer waren das runter und ja, ziemlich warm. Aber schaut mal, sieht echt cool aus. Der Weg hier runter hat sich echt gelohnt. Der ist zwar nur für Four-Wheel-Antrieb, aber Gott sei Dank haben wir ein Auto, was diesen Weg geschafft hat. Aber der Weg hat sich echt gelohnt hier runter. Der erste wirklich schöne Strand in South Australia. Immer noch ein bisschen kalt zum Baden gehen, aber zumindest ist das mal ein schöner Strand hier. Auch wenn es nicht einfach ist, hierher zu kommen. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt. Auf Instagram heißen wir genauso wie auf YouTube. Tabby und Steve. Und es ist kalt. Sehr angenehm. Und es ist der erste Sandstrand in South Australia. Ja. Sehr geil. Gestern hatten wir noch super Sonnenschein und heute bedeckter Himmel, Regen. Auch das kann Australien sein. Wir sind gestern, nachdem wir noch am Strand waren und den coolen Beach gesehen haben, sind wir nach Victor Harbour gefahren. Das ist eine kleine Stadt, 15.000 Einwohner. Wir haben jetzt hier für 3 Tage ein Hotel. Wir haben jetzt 2 Tage in dem Hotel verbracht. Man kann echt sagen, das Hotel ist super, ist rustikal eingerichtet, aber trotzdem schick. Es ist super sauber, man hat eine heiße Dusche und ja, das Hotel Victor kann man echt empfehlen. Das war's jetzt für uns im Hotel. Jetzt fahren wir mit Auto weiter Richtung Melbourne. Wir sind jetzt am Logan Beach, das ist in der Stadt Warrnambool und ja, wir gucken mal hier, ob wir ein paar Wale sehen. Die Chance ist nicht so hoch, aber wir probieren es trotzdem. Zu unserem Glück haben wir leider keine Wale gesehen. Jetzt fängt es auch an zu regnen, also ist echt nicht unser Tag heute. Die nächsten Tage werden wir uns aufmachen und die Great Ocean Road runterfahren. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Das war's jetzt erstmal. Folgt uns gerne auf Instagram
Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.